Mein Name ist Noel Ott, ich bin 27, ich bin Beachsoccer-Spieler bei der Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft und spiele bei der Havanna Schotts Aargau. In der Schweiz kommt man eigentlich zum Beachsoccer, indem man sicher die ganze sportliche Ausbildung auf dem Rasen macht. Und irgendwann, wenn es dann halt mal darum geht, will man das Leben lang auf dem Rasen spielen oder will man mal auf den Sand wechseln, das ist dann so mit 18, 19, kann man sich dann für das Beachsoccer entscheiden. Die Faszination Beachsoccer ist für mich eigentlich, dass es sehr eine spektakuläre Sportart ist. Es läuft sehr viel, man hat sehr viele Abschlüsse, es gibt sehr viel Goal, wenn man es vergleicht mit dem Rasenfußball. Es geht weniger länger, es ist einfach viel mehr Action dabei. Wieso wir immer so gut sind, auch international gesehen, ich denke, das hängt damit ab, dass wir eher so ein kleineres Land sind und durch das ganze Jahr miteinander trainieren. Was andere Länder vielleicht nicht können, die treffen sich dann ja ein bis zwei Wochen vor einem Turnier. Und wir, die halt wirklich immer miteinander trainieren, kennen uns sehr gut, wissen, wie man den Teamkollegen einsetzen muss. Und ja, so ein gutes Team, auch halt vom Teamzusammenhalt, ist doch auch sehr wichtig für den Erfolg. Wie ich es geschafft habe, bis an die Weltspitze zu kommen, ja, ich denke, das hat sicher sehr viele Faktoren, die hier zusammenstimmen. Es ist sicher unglaublich viel Training dahinter. Etwas vom Schönsten, was man sicher nie wird vergessen, ist das erste Länderspiel, das man bestritten durfte. Und jetzt gerade vor kurzem an der Weltmeisterschaft eben zum besten Spieler gewählt zu werden. Das sind sicher so kleine Highlights. Wenn mal jetzt ein bisschen Pause ist im Beachsoccer, dann gehe ich gerne auch mal irgendwie Velo fahren oder irgendwie ins Fitness oder so. Und was natürlich auch nicht zu kurz kommen sind, Kollegen treffen, die Freundin darf auch nicht zu kurz kommen, die Familie natürlich. Und so Sachen geniessen wir dann halt umso mehr, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist im Sport. Das ist eine Leidenschaft, das macht uns so extrem Spass, der Sport. Darum ist es wie auch ein bisschen eine Abwechslung zum normalen Berufsalltag, was auch ein bisschen erholend kann sein. Ab und zu denken wir schon, es wird fast ein bisschen zu viel. Auch mit eben zwei bis drei Mal in der Woche auf Basel fahren, immer nur nach dem Arbeiten, ist schon auch anstrengend. Aber solange es einem Spass macht, denke ich, ist es auch nicht so eine grosse Belastung. Ich durfte jetzt gerade im Sport auch vor kurzem die Captain-Binde übernehmen, also ein bisschen Führung übernehmen. Und das habe ich eigentlich, mache ich gerne und das würde ich vielleicht sogar auch in der Berufswelt in Zukunft ein bisschen übernehmen können, dass ich ein Team leiten kann oder einfach in einer Führungsposition sein kann.